Sehr geehrte Damen und Herren, als wir umplanen mussten aufgrund der Pandemie für den Heidelberger Frühling und wir alle wussten, dass es sozusagen alles in das digitale Format übergehen würde, haben wir uns gedacht, dass das Konzert von Sarah Christian und von Max Hornung, es gibt ein Stück von mir, was ich vor einigen Jahren in Dubai geschrieben habe, und das sind die Duos. Und davon gibt es eine Heidelberger Fassung und wir haben uns gedacht, das wäre doch vielleicht eine schöne Idee, das in das Programm noch aufzunehmen. Ich war da tatsächlich in weiter Ferne eines dieser fünf Stücke der Heidelberger Fassung, heißt Vier Strophen vom Heimweh, weil ich schlicht und einfach dort in Dubai tatsächlich dieses Gefühl gehabt habe. Und das Schöne ist, dass nämlich Sarah Christian, Max Hornung und ich zwei Straßen nur entfernt voneinander wohnen in München. Insofern habe ich mich sozusagen nach diesem Ort, nämlich München, zurückgesehnt, als ich es geschrieben habe. Warum heißt das Heidelberger Fassung? Weil vor einigen Jahren, es sind zwei Bände, diese Duos, nämlich einmal 13, einmal 11, also insgesamt 24 Duos. Und es gibt jetzt diese Fassung, wo ich fünf Stücke rausdestilliert habe, die sozusagen jetzt wieder in dieser großen Form eine Form ergeben, fünf Stücke, die wir vor einigen Jahren eben hier beim Heidelberger Frühling in dieser Form uraufgeführt haben. Deshalb freue ich mich jetzt wahnsinnig, dass wir diese Stücke, dass ihr beiden diese Stücke spielt, und freue mich sehr, dass ihr das so. Wie ging es euch bei der Arbeit? Habt ihr dieses Heimweh also nachvollziehen können, wie das wie es in dem Stück, wie es den titelgebend ist? Auf jeden Fall, von der Musik her schon. Wir haben es natürlich in unserem Übzimmer geprobt, deswegen war es jetzt nicht ganz akut, das Gefühl. Aber man spürt das total und ich finde es wahnsinnig schön, wie du diese Strophen einfach in meiner Stimme kehren wieder. Und er hat dann, ich finde, es wird auch intensiver, ne, das Gefühl über das Stück verteilt, so anhand seiner Stimme. Und gleichzeitig rückt es aber in die Ferne und wird leiser und dann kommt am Ende nochmal dieses Gefühl irgendwie stark zurück. Also ich finde, es ist ein herrliches Stück. Und wie gesagt, wer hat schon geschrieben für Metalldämpfer, Übedämpfer auf den Holzinstrumenten? Also das war mir wichtig, damit es ganz weit weg, wirklich wie in irrealer Ferne, nicht greifbar ist in der Ferne. Und dann gibt es natürlich auch über München oder über Bayern gibt es natürlich dieses Stück Vals Bavaroise. Also es ist nicht nur diese Sehnsucht, und die ich übrigens nie gehabt hätte, wenn ich hätte so ein Stück nie geschrieben, wahrscheinlich in München nie geschrieben wie diese Stadt. Ich musste wirklich so weit weg sein, in dieser ja sehr künstlichen Stadt auch, wo man auch merkt, dass diese Stadt ist für uns Westler gemacht, also auf sehr künstlich. Aber dann gibt es eben auch den Vals Bavaroise. Also es gibt diese ganz traurigen Stücke, also auch dieses Lamento ist ja auch etwas mit diesen Vierteltönen, was fast wehtut. Ja? Also das sind fast existenzielle, tiefe Stücke, hoffe ich. Aber dann gibt es eben auch diese ironischen Stücke, Vals Bavaroise, und vor allem am Schluss diese, was du magst, vor allem in deinem Material ist das ja der James Bond. Das ist also James Bond-Paraphrase. Ja. Genau. Wie bist du darauf eigentlich gekommen, auf das James-Bond-Thema? Warst du auch in Dubai, als du das geschrieben hast? Jetzt bin ich ganz ehrlich. ich habe das ja für die Capuçon-Brüder damals geschrieben. Und die fanden, und die finden sich natürlich, das soll jetzt keine Kritik sein, finden sich natürlich selber sehr cool. Und mit ihren Sonnenbrillen. Und es war so, nachdem ich 24 Duos geschrieben hatte, die wirklich so ernst sind und Kontrapunkt, Note gegen Note, habe ich mir gedacht, da mache ich mir jetzt auch ein bisschen lustig. Und deshalb dieser James Bond. Ja. Sehr cool. Genau. Sehr super. Überraschend. Das ist der ehrliche Grund. Ja. Super. Cool. Ja. Habt ihr noch? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dann viel Freude mit den Duos und mit dem ganzen Duo-Abend. Danke. Vielen Dank. Okay. Ich habe den.